Ich bin ja auch wirklich biblisch aufgewachsen, wissen Sie vielleicht, ja? Bin ja wirklich als Zeuge Jehovas groß geworden. Was lachen Sie denn da? Das ist ernst. Deswegen kann es schon mal sein, dass ich bei Ihnen morgens um 9:30 geklingelt habe. Bei euch nicht, das hätte ich mir merken können. Und viele sagen ja, oh, Bibel, langweilig, das ist nicht mein Buch. Und ich sage nur, falsch. Total falsch. Ich habe neulich mal wieder die Bibel auf dem Nachttisch liegen gehabt im Hotel, habe so ein bisschen durchgeblättert und da muss ich sagen, für Fans von Saw 1 bis 5 und Hostel 1 und 2, die Bibel genau das Richtige. Und ich rede jetzt nur mal vom Alten Testament und ich möchte Ihnen das ganz gerne anhand eines Beispiels mal zeigen. Und zwar anhand der Geschichte von Sodom und Gomorra. Ich weiß nicht, ob Sie auf dem Laufenden sind, aber ansonsten erzähle ich es Ihnen einfach mal kurz. Also Sodom und Gomorra, das waren zwei Städte, da ging es halt ab wie in Sodom und Gomorra, Cottbus und Leipzig, ja, also, ja, Schuss Bad Saro. Ja. Sie wissen, warum die oben sitzen. Also es war wirklich schlimm in diesen Städten und da hat Gott gesagt, okay, das reicht mir hier. Ich vernichte die beiden Städte mit einem Feuerregen. Und gut, wäre es eine andere Stadt, hätte einfach eine U-Bahn bauen lassen. Aber da hat er gesagt, Feuerregen, das wäre die richtige Entscheidung. Und da hat er halt geguckt, wer sind die Guten hier in der Stadt. Hat so ein bisschen mal rumgeguckt und hat er gesehen, hey, da ist ja nur ein Guter, Lot und seine Familie. Ja, also seine Frau und seine zwei Töchter. Und dann hat halt Gott Kontakt zu Lot aufgenommen per Uri Geller oder hat eine CD-ROM von der Telekom gefunden, da waren alle Daten drauf von ihm. Bankbewegung, Lot war ein paar Mal im Lidl einkaufen, ist Bahn gefahren. Er wusste also alles über ihn und da hat Gott zu Lot gesagt, pass mal auf Lot, folgendes, ich vernichte hier die beiden Städte, ich lasse dich und deine Familie am Leben. Die einzige Regel von mir: Wenn der Feuerregen losgeht, lauf bitte los und dreh dich nicht mehr um. Und Lots Frau wäre keine Frau, wenn sie jetzt nicht nochmal nachgehakt hätte, warum dann denn es jetzt auf einmal so sein müsste. Seit wann bestimmt denn Gott hier jetzt alles? Und sie hat sich dem Ganzen widersetzt, hat sich umgedreht und erstarrte zur Salzsäule. Lot hatte den Lacher des Arms auf seiner Seite. Und jetzt möchte ich Ihnen mal schildern, was dann wirklich in der Bibel geschrieben steht und was dann passiert. Sie können jetzt gerne Ihre Bibel zur Hand nehmen. Koran. Nee, gut, dann lese ich es Ihnen vor. Können Sie ja zu Hause nachlesen. 1. Mose 19, ab Vers 30. So begann Lot in einer Höhle zu wohnen, er und seine beiden Töchter. Na, hat sich ja schon mal gelohnt. Ah, jetzt wegen der Höhle. Und die Erstgeborene sagte dann zu der Jüngeren, unser Vater ist alt und da ist kein Mann im Land, der mit uns Beziehung haben könnte nach der Weise der ganzen Erde. Stopp. Das sagt ja schon mal ein bisschen was über die Optik der beiden Mäuschen aus. Wenn es nicht einen Typen im ganzen Land gibt, der da mal rüberrutschen möchte, und Ü30-Party gab es halt damals noch nicht, oder Karneval, dann können wir uns die beiden Moppelchen ganz gut vorstellen. Auf welche Spitzenidee kommen jetzt die beiden Mädels? Ich zitiere wieder aus der Bibel. Komm, lass uns unserem Vater Wein zu trinken geben und uns zu ihm legen und uns Nachkommen von unserem Vater erhalten. Ja, jetzt nicht Österreich oder so. Bibel, Israel, die Gegend. Was passiert? Ich zitiere aus der Bibel. So gaben sie ihrem Vater während jener Nacht wiederholt Wein zu trinken. Dann ging die Erstgeborene hinein und legte sich zu ihrem Vater. Er aber wusste nicht, wann sich niederlegte und wann sie aufstand. Das stelle ich mir schon mal sehr gut vor. Ja, Lot sitzt so in der Höhle auf einmal. Palim, palim! Sag mal, du kommst mir irgendwie bekannt vor. Nee, ach komm, trink doch erstmal ein Weinchen. Och, wo du schon mal hier bist, knick, knack, rüber da.
Was passiert am nächsten Tag? Und es geschah am nächsten Tag, dass dann die Erstgeborene zu der Jüngeren sprach: Siehe, ich habe mich die vergangene Nacht zu meinem Vater gelegt. Lass uns ihm auch heute Nacht Wein zu trinken geben. Dann geh du hinein, leg dich zu ihm und wir wollen uns Nachkommen von unserem Vater erhalten. Ich stelle mir auch schon wieder super vor am nächsten Tag. Lot noch so im Kopf. Vom billigen Wein um Vögel mit der Molligen. Auf einmal wieder. Palim, palim. Sag mal, momentan habe ich aber auch einen Lauf hier. Oder? Bow, chicka, wow, wow. Was passiert jetzt? Ich zitiere Ihnen das große Finale direkt aus der Bibel. Und die beiden Töchter Lots wurden von ihrem Vater schwanger. Und Lot konnte es nicht so recht glauben und ging daraufhin zu Olli Geissen. Moin, moin, Hallöchen. So steht's in der Bibel, meine Damen und Herren.